Was geht ab, meine Z-Fighter Oserie, und willkommen zurück zu einem weiteren Dragon Ball Heroes Part. Ja, das haben... Ah, stimmt, bei Chilled waren wir letztes Mal richtig. Jetzt guck mal, wie es mit der Story weitergeht. Bin echt drauf gespannt, auf jeden Fall. By the way, danke für euer Feedback. Ich habe ja in den letzten Parts ein, zwei Sachen gefragt, wegen dem Summon. Am Ende eine Map hat jemand vorgeschlagen, wäre auf jeden Fall nice, bin ich für. Und andere Sache, vielen Dank für euer Feedback, zwecks Vorschläge wegen dem Copyright. Da haben mich manche gefragt, ob ich es mal probiert habe, die CA zu spiegeln. Das habe ich mal gemacht. Ich habe ja gesagt, ich versuche mal mit, in einem Video habe ich gesagt, ich versuche mal mit Hashtag EOS Production. Das meine ich eben damit, dass ich habe das einmal gespiegelt, bisschen farblich geändert. Hat aber nicht funktioniert leider. Also es hat trotzdem ein Claim gekommen, vor allem die CA von Goku. Aber nachdem ich so in kleine Stücke jetzt geschnibbelt habe, sage ich mal, passt es jetzt, genau. Also funktioniert es mittlerweile. Also, aber vielen Dank für euer Feedback auf jeden Fall. Ich grüße euch zum Let's Play zu Super Dragon Ball Heroes. Und so, ja, legen wir los. Silas, euer Teamwork ist lobenswert, aber nichts im Gegensatz zu meiner Key-Lebensform. Oh, okay. Oh, der ist mächtig. Boah, okay. Seht das bei wie geht das Auge? Das sieht so irgendwie wie Baby aus, ganz kurz. Da ist so ein Strich. Was stimmt mit diesem Freak nicht? Ich weiß nicht. Dieses Key-Ding ist unser Cybox gar nicht mal so unähnlich. Ich gebe es nur ungern zu, aber es hat uns ganz schön fertig gemacht. Ist das der nächste Artificial Lifeform Dokkan-Fest-Leader? Baby. Das ist doch verrückt. Er ist viel stärker als beim letzten Mal. Oh ja, das freut den Silas. Diese Ergebnisse sind nicht schlecht. Meine Key-Lebensform scheint ihre Kraft jetzt präzise einsetzen zu können. Hört euch diesen Trottel an, redet, als wäre er selbst stärker geworden. Ja, wart's ab, Vegeta, das ist das Beste. Wozu ihr schlecht imstande seid, nutzloses Tölpel. Was? Ich fürchte, du bist nutzlos, Goku Black, sagt er. Es ist offensichtlich, dass du noch nicht gemeistert hast, mit Gokus Körper umzugehen. Ja, komm ran. An meinem Sieg besteht kein Zweifel. Bei all den Schlägen, die du einstecken musstest, schaffe ich dich allein. Boah. Komm ran. Oh mein Gott. 1v1 oder was? Oh mein Gott. Nein, Goku Black, es wird die. Absolut, jetzt arms ihn. Oder wie läuft das? Oh! Nani? Dein Körper gehört mir. Oh mein Gott. Einfach. Transformation. Arms-Transformation. Wie sieht er jetzt aus? Kriegt der pinke Haare oder was? Einfach nichts hat sich geändert. Was? Was? Junge, mach mal langsam. Moment, woher weiß Silas von der klassischen Hit und Goku Schwarz? Sag nicht, dass der Auftragsmord an Son Goku von ihm kam. Oh, wer weiß, C17. Aber es hat sich einfach nicht geändert. Der mag wahrscheinlich den Design von Cell und Freezy. Aber es wäre doch geil, wenn er sich auch geändert hätte, ne? Äußerlich. Nachdem er Goku Black absorbiert hat und Hits. Naja, okay. Wir müssen weitermachen. Let's go. Gehen wir mal hier rein direkt. Und zwar, was jetzt hier abgeht, darauf bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ich weiß es nicht. Ja. Okay, danke, jetzt. Ganz richtig, das war ich und ihr Cybox hat dabei auch eine wichtige Rolle. Dank euch beiden sind Hit und Goku Schwarz erheblich stärker geworden. Das hat sich für meine Ki-Kreation als äußerst nützlich erwiesen. Ah, jetzt! Was? Was? Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er so eine menschliche... Was? Eine menschliche Erscheinung aufnimmt. Oder annimmt. Was? Let's go. Glaubst du, das weiß nicht, Kakarot? Wir müssen das da einfach nur plättern. Das wollte ich hören, packen wir es an. Warte, Son Goku. Ja, warte kurz. 17-18, wir können nicht einfach zusehen und euch alles überlassen. Warte mal. Ist es The Legend of Super 18? Na sicher, je mehr, desto besser. Aber seid ihr dafür wirklich fit genug? Ihr seht schon ziemlich platt aus. Entspann dich, wir fügen über unbegrenzte Energie. Okay. Ja, der kommt ran. Ich will den nochmal sehen, Der sah richtig cool aus. Der sah nämlich richtig cool aus. Zeig ihm nochmal, bitte. Komm mit sie! Gut, so, dann legen wir los. Guck mal. Ja, der sieht nicht schlecht aus, finde ich, oder? Wie findet ihr den? Arms. Der hat sich ja schon gut gemacht. Oder hat seinen Namen geändert? Ich stand euch bereit, wegen einen stärkeren Gegner stellen zu wollen. Ich muss mehr Daten über euch sammeln. Ja, komm. Ja gut, jetzt. Es ist... Lass mich mal wissen, wie findet ihr ihn? Wie findet er sieht aus? Arms. Keiner weiß. Es geht. Guck mal, er wurde übel menschlich. Hat auch ein Potara-Ohrring am Start.
Überleg mal, der fusioniert sich ja noch mit Silas. Junge, das wär's. Super Dragon Ball aufgetaucht. Ja, ja. Okay. Let's go. Kraftstufe, genau das will ich sehen. Ah, shit, Arms raus, ja, ja, ja. Jetzt bin ich gespannt. Ups. Arms, ey, keiner weiß. Von wem wird er noch alles die Energie absorbieren? Der sieht schon verschickt aus, um ehrlich zu sein, aber irgendwie auch gar nicht mal so schlecht. Ich hab halt legit gesagt, was macht der? Zieht jetzt die pinke Perücke an oder was? Hat er im Prinzip gemacht? Keiner weiß. Au, oh, Maria. Nein, ich hab den Dragon Ball verloren. Schwarze Superkamera. Ja gut. Mehr als 1000 wirst du eh nicht machen gegen meinen Cell. Ich hoffe nur... er hat keine Fähigkeit, die die Chance... Erhöhung annulliert. Sonst ja, könnte sich das Ganze ziehen, aber ich gehe stark davon aus. Schauen wir einfach mal. Oh, hat er mir die hellen Energie genommen? Du kleiner Penner, du. Was macht man? Reinhold. The Dead Machine. Jetzt komm. Okay. Kaltabplatz vom Kampfkreis, ja, ja. Riesenmodus, nee, danke. Aber wir wollen jetzt mal sofort hier. Oh mein Gott. Wird das eine Eskalation? Auf wen gehen wir? Ich gehe auf Arms, weil ich kann mir vorstellen, dass sie lassen das, diese die Fähigkeit hat, Schadenserhöhung zu annullieren, weil er quasi der Main Char ist. Oh, knapp, okay, klar. 24.000 hat er, okay, nicht schlecht. So, jetzt bin ich aber gespannt. Super Dragon Ball. 6.000 Kraft, okay. Interessiert uns nicht. Ich habe eine super Angriffe, sehr schön. Okay. Okay, der erhöht sie nur, wie es. Der erhöht. Ah, mein Eye-Tempo erhöht sie nur, wie es aussieht. Beziehungsweise, das war jetzt Arms. Ob Silas quasi die Chance-Erhöhung hat. Beziehungsweise, dass er die annulliert. Komm schon, lass es. Nur dabei. Oder wen greife ich an? Ah, Arms, ja, ich hatte ihn ja eigentlich viel anvisiert. Der sollte jetzt viel Schaden bekommen, eigentlich. An. Ah, warte mal, der hat doch. Nein! Der hat auch eine Damage Reduction, glaube ich, ne? Oder der hat unseren Angriff gesenkt, irgendwie sowas am Anfang. Ich weiß auch nicht mehr, Leute. Einfach dranbleiben. Wir hoffen auf die CAAs. Das ist unsere Geheimwaffe. So, jetzt aber Schluss. Sie lassen es jetzt bitte. Sie lassen es jetzt bitte, okay? Danke. Ja, ja. Wow, sehr schöner Schaden. Hätte ich nur meine Berserker durchbekommen, dann wären wir eh schon durch. Aber egal, nicht schlimm. Denn wenn wir die einmal die Drachenfaust abfeuern, dann ist GG. So, weg mit dir, Junge. Easy win. Sehr schön. 35.000 Schaden, sehr schön. Okay, gut.
Jetzt, nachdem Arms den brutalsten Move ausgepackt hat. Was geht hier vor? Die Key fällt sich plötzlich so seltsam. Ja, ja, jetzt komm ran. Wir haben es geschafft irgendwie. Fühlt sich aber immer noch so an, als hätten wir eine Menge Glück gehabt. Ich glaube, ich bin gespannt, ob sich quasi, das ist ja oft so, dass wenn irgendjemand von irgendjemandem absorbiert wird, dass er sich in ihm selbst so wehren kann, mehr oder weniger. Bin gespannt, ob sich da Goku Black und Hit ein bisschen dagegen wehren können. Ah, okay, da geht's weiter. Und was ist da oben? AI-Kampf, oder? Schätze ich mal. Das sieht so aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Geh. Kapselauswahl. Ah, nee, Kapselauswahl. Okay. Wir brauchen die Stones. Stones, sag ich. Wir brauchen die Tickets. Get your tickets. Her damit. Oh, achso, ja, kommt noch was. Jetzt. Okay. Nehmen wir an. Ein Goldticket. Her damit. Nur her damit. Da sage ich nicht nein dazu. Ja, the greed, Leute, the greed. Immer überall Sam, wo es geht. Okay. Ja, genau, jetzt gucken wir mal, was hier abgeht in der Geschichte. Ja, ob meine Prediction da zustößt, ob sich Goku Black oder so vielleicht da gegen wehren können. Ich meine, Sand und Freezy sind eh Lappen, die können da nichts machen, aber Goku Black und Hits, das ist nochmal was anderes. Was hat das zu bedeuten? Ich bin ein Gott, ich werde nicht... Ah, siehst du? Was, Goku Schwarz widersetzt sich ihm? Ja, siehst du? Okay, du Verdammter, aber Moment, beeindruckend, dass er sein Selbstbewusstsein behalten hat, obwohl er absorbiert wurde. Ich schätze, er ist zu stur, um sich an seine Niederlage einzugestehen. So bin ich eben. Moment, das bin ja gar nicht ich, lol. Das ist alles ziemlich verwirrend, aber das ist unsere Chance, etwas zu unternehmen. Die Zeit ist gekommen, ich habe mehr als genug Daten gesammelt. Außerdem muss ich die Key noch weiter modifizieren. Hey, du willst doch nicht jetzt abbauen, oder? Aber natürlich. Es wäre eine Zeitverschwendung, weiter gegen euch zu kämpfen. Ich finde den schon, der ist übel lässig eigentlich. Der merkt, okay, du, ich habe keinen Bock. Es reicht, ich komme nicht weiter. Ich gehe. Ich komme nächstes Mal wieder. Der ist schon lässig unterwegs eigentlich. Naja, zumindest die Gefahr jetzt vorüber. Ironischerweise ist die Welt dank Silas Taten sicher geworden, Bede. So sollte es aber eigentlich nicht laufen. Aber wenn wir das nächste Mal auf ihn treffen, werden wir im Vorteil sein. Immerhin ist die Welt endlich sicher. Schätze, du hast gleich Dank für deine Hilfe, kein Ding. Jetzt sollten alle Lebensmittel dieser Welt aufatmen können. Ja, vorerst auf jeden Fall. Wir schulden euch auch eine Menge. Haut rein, danke, ciao. Okay, Leute, machen wir uns auf den Heimweg, wie viele wir mittlerweile geworden sind. Ich habe hier getan, was ich wollte. Jetzt komm mit. Komm, ein bisschen Duckern spielen. Keine Sorge, werde ich nicht. Macht's gut, leider lasst euch gut gehen. Haut rein! Haut rein, Leute, liebe Leute. Aber. War das das Ganze? Wir sind erst noch bei Teil 2, kann das sein? Wir sind gar nicht so weit. Oder? Jetzt kommen wir, glaube ich, zu Teil 3. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Arms. Ist halt total eskaliert. Die lassen das auch abgehauen. Werden wir dann noch alles absorbieren? Darauf bin ich gespannt. Machen wir, ach ja, so Goku, hast du eine Sekunde? Ja, komm her. Ich, klar, was gibt's? Wenn wir uns jemals wieder über den Weg laufen sollten, will ich gegen dich kämpfen. Geht mir genauso, okay? Ja, das wird super, ich bin dabei. Ich werde, es macht richtig Spaß, gegen euch zu kämpfen. Ja, ja, auf jeden Fall, richtig sogar. Mhm. Mal abgesehen davon, dass wir erschaffen wurden, um dich zu ver... Jetzt, wenn ich den ansehe. C17. Der verfolgt mich gerade in jedem Game. Halt mal die... Oh mein Gott. Ja, auch nicht. Hört sich viel Spaß an, kann es kaum erwarten. Man sieht sich. Haut rein. Krass. Puh, diese Typen waren echt der Wahnsinn. Würde mir nichts ausmachen, solche Leute öfter mal über den Weg zu laufen. Weißt du, C18, du hörst dich immer mehr und mehr wie ein Mensch an. Halt einfach die Klappe, ja. Ciao. Ja, okay. A-Button betätigen. Ja, okay. Ah, okay. Das ist nicht unbedingt nach Plan verlaufen, aber ich bin froh, dass ihr alle gesund und munter zurück seid. Wäre schön, wenn die Dinge weiterhin so gut für uns laufen würden. Aber es würde einfach so lange dauern, sich jedes Mal so um die Anomalien zu kümmern. Genau, es muss einen anderen Weg geben, sie loszuwerden. Aufteilen wäre wohl keine gute Idee, getrennt sind wir vielleicht nicht stark genug, um uns zu verteidigen. Was sollen wir dann tun? Mau Arm, Spaß. Na, sieh einen an, ihr seid alle hier. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer funkt schon wieder dazwischen? Wer funkt schon wieder dazwischen? Kann mir das jemand sagen? Was? Niemand? Will mir das niemand sagen? Mr. Satan oder was? Eine mysteriöse Anomalie. Mr. Satan tritt auf den Plan. Freigeschaltet. Was? War das Mr. Satan, der da hinzugekommen ist? Die Legende Mr. Satan. Er jeden Kampf gewinnt er. Keiner weiß. Mit ihm an ihrer Seite lernen die Dragon Ball Helden noch mehr über die Macht des Teamworks. C13 waren Lappen. Rose wurde absorbiert. Arms wurde eskaliert. Oder ist eskaliert. Und Hit? Dem widmen wir keine Zeit. Doch während die Helden in den nächsten Platten erschien vorhin eine rätselhafte Person. Ist es Mr. Satan? Ist es Mr. Satan? Komm.
Oh, jetzt zeig. Jetzt zeig doch, komm. Let's go. Direkt loslegen. Mr. Satan. Wir müssen mal so überlegen. Eigentlich ist Mr. Satan gar nicht mal so schwach für den Mensch. Wisst ihr, was ich meine? Sieht aus, als wärt ihr alle hier. Großartig. Moment mal, du bist doch Ollis. Echt, Mr. Satan. Ganz genau. Oh, vor euch steht der Champion von Universum 6, Mr. Satan. Wieso Goku und Vegeta ist dieser Mr. Satan nicht ganz Universum 6? Ja, ist anders. Sieht aus, als wäre er aus. Hat er gerade Universum 6 gesagt? Warte mal, du hast gerade Universum 6 gesagt. Ja, meine Rede. Natürlich, ich bin der größte Kämpfer in Universum 6. Ich stehe sogar in der Auswahl für den Gott der Zerstörung. Was? Du bist der nächste Gott der Zerstörung? Ja, ja. Selbst wenn das ja eine Anomalie ist, kann ich das nur schwer glauben. Ein Kandidat für den Gott der Zerstörung eines anderen Universums, das ist unmöglich. Mr. Satan ist wirklich ein berühmter, legendärer Kämpfer. Aber könnte eine Anomalie wirklich so eine Veränderung hervorrufen? Bewundert mich ruhig. Ich kenne das nicht anders. Immerhin ist nicht jeder ein angehender Gott der Zerstörung. Wenn du das Beste bist, was dein Universum zu bieten hat, wird es nicht lange überleben. Aggressiv. So sicher wäre ich mit deinem damit nicht. Okay, komm ran, ich plätsche dich. Was? Komm her, warte, beruhig dich, alles gut. Ey, was ist los mit euch? Geht das woanders? Ey, ganz ruhig, kein Grund, sich aufzuregen, Kleine. Ich bin eigentlich hier, um euch alle herauszufordern. Was? Du willst gegen uns kämpfen? Mr. Satan meint es gerade. Ich glaube, der meint es völlig ernst. Er war, glaube ich, noch nie so ernst in seinem Leben. Mr. Satan. Alright, Story after Story. Eine Cutscene nach der anderen. Ich bin dabei, lehnt euch zurück, holt euch irgendwas ihr braucht, holt euch euren Tee, euren Drink, was auch immer. Lehnt euch jetzt zurück und dann genießen wir noch hier am Ende die Storyline. Ich, vielleicht, wenn ihr euch beweisen und andere vor mir besiegen können. Warte, du kennst starke Typen, gegen die wir kämpfen könnten. Ganz genau, Repräsentanten von Universum 6. Oh, Dokkan. Hit als Leader oder was? Lord Champa will herausfinden, welches Universum stärker ist, 6 oder 7. Und zwar mit Hilfe eines Turniers. Mann, das klingt spaßig, ich will unbedingt mitmachen. Das höre ich gern, ich kann euch gleich hinbringen. Let's go. Ich habe keine Zweifel daran, dass Mr. aufgrund einer Anomalie aufgetaucht ist. Das könnte eine Art Falle sein, wir sollten vorsichtig sein. Alles klar. Hat den grad, der hat den gerade nebenbei einfach gedisst. Wir brauchen kein Feigling mit Team. Und Trunks so, aber Vater. Ach komm, Trunks, wird schon schief gehen. Wir müssen uns um die Anomalien kümmern. Richtig, so geht das vielleicht schneller. Außerdem kommt man beim Turnier immer richtig in Fahrt. Ich will auch gerne mitmachen, Trunks. Ich habe noch nie in einem Turnier gekämpft. Geht mir genauso, bisher haben wir nur in unserem Leben gekämpft. Bide. Ja, es könnte eine Falle sein, aber es könnte auch eine Menge Spaß machen. Es mag sicher wirken, aber wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Wir sollten allein deshalb hingehen, weil wir uns so das Universum ansehen können. Keine schöne Zeit, du hast recht. Silas könnte auftauchen, bla bla. Alles klar, Topkämpfer auf Universum 7. Erlaubt mir den großen euch hinzuweisen. Ja, ja. Ja, Mr. Satan. Geil, wenn wir jetzt gegen Kefla und so kämpfen, kann es einfach nur geil werden. Oder an sich halt gegen Kalifla und sowas. Aber ich habe das Gefühl, es wird wieder so eine Trainingssession. Mehr oder weniger. Oder? Schauen wir mal. Ja, gucken wir mal. Ich weiß auch nicht ganz. War so eine Trainingssession. Also die letzte hat es übel gezogen mit C13, fand ich. Oh, okay. Oh, was ist das für eine Map? Interessant, interessant, interessant. Let's go. Oh ja, jetzt bin ich echt drauf gespannt, was hier noch abgehen wird. Unser ersten Kampf. Legen wir direkt mit dem Turnier los? Sieht so aus. Oh, schön, dass ihr gekommen seid, Universum 7. Zeit herauszufinden, wer stärker ist. Das ist schade, weil Gott, als schon mit ihm scheint alles in Ordnung zu sein. Aber Simon, Universum 6 heute hat wie. Was? Der hat einfach Bojack im Team. Bio Broly, Paragus. Paragus war ein bisschen lang in der Sonne. Wow, du hast recht, die sollten nicht hier sein. Das ist doch eine Falle. Okay, bringen wir die Sache in Schwung. Diesmal tragen wir Teamkämpfe aus. Brillante Idee, Lord Champa. Damit vermeiden wir Duelle und können unsere zahlenmäßige Überlegenheit nutzen. Was für ein Entschuldigung, was für eine kluge Idee. Ja, oh mein Gott. Lieg mir jetzt halt einfach in den Mund und leg los. Ihr dürft niemanden töten und wenn ihr aus dem Ring fallt, seid ihr raus. Verstanden? Ja, verstanden, hört sich gut an. Hey, was macht Bojack und so hier? Die haben es einfach alle verlaufen. Ja gut, jetzt bin ich echt gespannt, was hier abgehen wird. Gegen den Kämpfer überhaupt zuerst? Gegen das ganze Team? Ah, ja, okay, nicht gegen das ganze. Die haben einfach Hildegard. Die haben einfach Hildegard. Was? The Legend of Dodgen. Was? Wie coach einfach. Das ist halt Dragon Ball Heroes. Da geht einfach alles. Die ganze Storyline ist einfach What-If-Story.
Irgendeiner hat sich ausgedacht. Hildegard. Hildegard ist ein Supporter. Aber der hat einen super Angriff. Interessant. Interessant. Hä? Okay, jetzt bin ich schon, was er macht. Okay. Jetzt. Macht einfach einen Superangriff oder was? Ist es ein Support-Aspekt? Nein! So, Mann! Ey, ich hab noch so gut davor getippt. Naja, passiert. Passiert. Aber jetzt kommen wir ran, Bojack. Beziehungsweise 102 dann auf jeden Fall. Oder auch hier, komm. Bam. Oh, okay. Sehr will's wissen. Zack, zack, zack. Ja, ja, kommt. Kommt ran, bitte. Immer dauert das so ewig. Nee, geh weg, Dead Machine. Ja, braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht. Alles gut, alles gut. Nee, danke. Auch nicht, nein, nein, nein. Dankeschön, alle raus, danke. Du kommst mal hier ran, ganz nach links. Und sehr schön. Ja, ja. Die legendären Minuten bis der Kampf beginnt. By the way, ich hab mich kaputt gelacht in den Kommentaren im letzten Part. Da hat jemand geschrieben, oder ein paar haben geschrieben wegen Gine, dass die quasi Rodorola wirft. Also, ey, Jojo References sind so geil einfach nur. Okay. Okay, Item-Tempo erhöhen. Den habe ich dann angegriffen, Zangia. Nice. Cooler Gast allein an, ne? Ja. Oh. Okay. Friss das. Arara. Oh, angenehmer Schaden auf jeden Fall. Wieder den gebombt hat, habt ihr das gesehen? Wie komisch Bojack aussah. So, guck mal. Ciao, Junge. Okay, sehr schön. Okay, so viel auch zu diesem komischen Kampf. Ja, Turnier der. Fehlt nur noch Monaka, ganz ehrlich. Der wäre auch geil hier, Monaka. KO, raus mit euch. Alles klar, aber jetzt nachdem wir den Kampf gewonnen haben, Sieg ist für uns, genau. Was für eine Zeitverschwendung, finde ich auch so, total. Ja gut. Nee, ich mache noch Spaß natürlich. Aber so viel wäre es vorerst zu diesem Part, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich bin drauf gespannt, wie es weitergeht. Wer auf jeden Fall noch jetzt hinzukommt zu den Kämpfern. Oder halt an sich, wie das Ganze ausartet. Aber da teilen wir uns. Okay, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, lieben Dank fürs Zusehen. Schönen Tag auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, I'm done. Next time you ain't won't be alright.